Mein Name ist Pauline Schäfer, ich bin 20 Jahre alt, vom Karussell Voodoo Jumper und seit der Granger Kirmes jetzt Kirmeskönigin. Ja, Gratulation vom Kirmes, Markus. Endlich ist mal eine Schaustellerin Kirmeskönigin geworden. Genau, ich bin jetzt die 25. Kirmeskönigin und seit 25 Jahren waren das immer nur kirmesbegeisterte junge Damen, die das gemacht haben. Und dieses Jahr bin ich die erste Schaustellermädchen, die das jetzt macht. Ja, die Wahl auf Krangel, ne? Seit Krangel 2023 bin ich jetzt erstmal Kirmeskönigin. Was sind so deine Aufgaben? Ich bin ja Kirmeskönigin von ganz NRW, das heißt, ich bin bei den ganzen Eröffnungen von den Kirmissen in NRW. Ich mache Rundgänge mit sozial schwachen Kindern. Ich repräsentiere die Kirmes. Was hast du bis jetzt schon alles erlebt? Bis jetzt nur Gutes. Also es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ich werde sehr, sehr gut aufgenommen. Die Leute sind alle lieb und also bis jetzt alles perfekt. Und ich denke, das wird auch so bleiben. Bin ich mir sicher. So, Leute, eigentlich wäre die Runde jetzt ja zu Ende, ne? Was meint ihr? Wollt ihr noch eine? Wollt ihr noch ein bisschen schneller? So, guck mal, das hört sich gut an, ne? So, guck mal, ich mache für euch einen Countdown. Moment. Wir zählen gemeinsam runter. 5, 4, 3, 2, 1,9, 1,8, 1,7, 1,6, 1,5, 1,4, 1,8. Ja, guck mal, das ist hier gar nicht schon erschrocken, ne? Ja. In der wievielten Generation bist du hier Schausteller? In der siebten Generation jetzt schon. Absoluter Wahnsinn. Ihr seid ja auch eine Riesenfamilie und ihr habt ja mehrere Geschäfte, ne? Also wir sind ja am Voodoo Jumper. Dann haben wir noch den Shake. Unsere Familie hat noch Lakritz, Krebsstände, solche Sachen. Und jetzt haben wir mal eine Kirmeskönigin, eine waschechte Schaustellerin, die auch rekommandiert und so weiter. Könnt ihr hier alles sehen. Und zwar ein neues hier am Bürgerschützenfest. Und wie ist hier die Stimmung? Mega. Also ein neues muss ich wirklich sagen, das Publikum ist sehr gut, die machen mit, die Leute, die haben Spaß und so soll es sein, ne? Ich bin mal gespannt, ob das jetzt so weitergeht mit der Tradition, dass dann die nächste Kirmeskönigin auch wieder eine Schaustellerin ist. Ja, bin ich auch mal gespannt, hoffen wir natürlich, ne? Pauline, ich glaube, du hast auch in der Fernsehsendung mal mitgemacht, ne? Erzähl mal was darüber. Genau, ich war bei Germany's Next Topmodel. War eine gute Erfahrung. Jetzt abschließend noch, ihr habt ja hier ein richtiges Kultgeschäft und zwar den Voodoo Jumper. Wo kann man den in diesem Jahr noch überall sehen? Also hier sind wir erstmal in Moers und in Pützchen. Ja, die restliche Tour, wir geben das alles immer auf Facebook bekannt. Also einfach auf Facebook folgen oder Instagram haben wir jetzt auch. Und da posten wir mal, wo wir hinfahren. Da kann man auf dem Laufenden bleiben. Was hältst du eigentlich davon, wenn wir zwei Chips verlosen? Ich hätte da auch so eine Idee für eine Quizfrage. Können wir machen. Und zwar, wer ist die neue Kirmeskönigin 2023? Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Bei den Antworten werden wahrscheinlich viele die richtige wählen, aber ich lose das dann aus, ne? Ja, unter gerne. Den richtigen Antworten, ne? Sehr gerne, das ist eine gute Aktion. Wir heißen euch alle ganz herzlich willkommen, habt Spaß, habt Vergnügen, das ist unsere Mission. Ja, vielen Dank für das nette Interview. Du hast ja auch einiges zu tun. Seit heute Morgen bist du schon auf den Beinen hier, ne? Hier für die Presse unterwegs und so weiter. WDR, glaube ich, war auch da, ne? Und jetzt sitzt du hier rekommandiert. Dann wahrscheinlich noch, hast du noch ein bisschen Haushalt. Also Fulltime-Job. Chopin vom Kirmes, Markus. Und alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Kölner Piraten der Tortuga Bar entern das Bürgerschützenfest in Neuss. Wir sind im Familienbetrieb, ich, mein Mann Manfred und mein Neffe Willi. Wir machen das gemeinsam. Ihr seid ja wirklich überall unterwegs, ne? Ja, eigentlich sind wir deutschlandweit unterwegs, wobei wir uns doch aufs Reisegebiet Nordrhein-Westfalen ein klein wenig beschränken. Wir haben so viele gute Veranstaltungen in NRW, dass ich gar nicht groß auf den Gedanken komme, weiter wegzufahren. Ja, ihr wart ja sogar auf Krangel, ne? Ja, wir waren jetzt das vierte Jahr in Krangel, seit 2018.
20 und 21 ist die Granger Kirmes ja leider ausgefallen, aber seitdem sind wir wieder dabei. Und Grange ist immer etwas ganz Besonderes für uns, weil es doch für mich einer der größten Kirmesplätze ist, die wir im Jahr beschicken. Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen mit der Tortuga Bar? Ja, die Tortuga Bar ist auf meinen Mist gewachsen. Ich wollte einen Hausschank, einen Themenhausschank mit etwas, was es nicht so häufig gibt, weil wir haben Bierdörfer, wir haben Almhütten, wir haben Tiroler Dörfer, Skihütten und wie sie alle heißen, was mir persönlich immer zu farblos war. Und ich wollte ein Thema, wo ich mich so richtig drin verwirklichen kann, und das war halt Tortuga, die Piratenbar. Ja, dann sind wir bei dir in der Bar. Was habt ihr hier alles an Getränken? Ja, wir haben ein breites Spektrum an Getränken, Markus. Wie du siehst, haben wir Softdrinks, Kaffee, dann haben wir alles an Schnäpse und alkoholischen Leckereien, die es eigentlich gibt. Wir haben Cocktails, wir haben Longdrinks, wir haben Aperitifs. Also ich würde sagen, es gibt nichts, was wir nicht haben. Ja, und euer Geschäft ist auch sehr schön bemalt, ne? Ja, natürlich, Markus, gehört ja dazu, ne? Nicht nur an der Dekoration, sondern auch an der Bemalung sieht man halt, dass mein Herzchen doch stark daran hängt. Ja, und wo kann man die Bar in diesem Jahr noch erleben? Ja, ein paar Stationen haben wir ja noch, obwohl wir ja jetzt Ende August sind, also die Saison naht sich ja dem Ende. Aber auf der Haner Kirmes kann man uns noch erleben, die im September ist. Dann sind wir natürlich vertreten in unserem Heimathafen, das Herbstvolksfest in Köln-Deutz. Ja, und dann geht's schon so langsam Richtung Weihnachtsmarkt. Sag mal, auf wie viel Transporter wird das hier eigentlich verladen, das Ganze hier? Die Piratenbar inklusive Biergarten sind 4 Transporte. Das ist schon einiges, ne? Auch vor allen Dingen an Deko-Elementen, ne? Oder? Ja, natürlich, wenn man es schön haben will und viel Dekomaterial hat, das ist meistens sehr sperrig, muss also dementsprechend verladen werden. Und dann kommt man halt auf die Anzahl Transporte. Ja, wie lange geht das hier noch mit dem Schützenfest hier? Das Neusser Bürgerschützenfest geht von Freitag bis Dienstag. Und wie findet man euch am besten? Ja, ich möchte euch herzlich einladen. Kommt nach Neuss, feiert mit uns Schützenfest an der Tortuga Bar im gemütlichen Biergarten. Wie findet man uns am besten? Indem man auf die Hamer Landstraße geht, geradeaus auf der linken Seite, gegenüber vom Eingang zur Rennbahn. Ich grüße euch auf den Neusser Kirmes hier. Ich hoffe, ihr kommt mich bald besuchen hier beim großen Geisterdschungel. Ja, besucht uns hier bei Kirmes Markus, ja? Da werdet ihr mehr sehen über Kirmes und alles, was es so gibt darüber. Du bist ja schon lange dabei, ne? Richtig. Was hast du schon Langes und Gutes erlebt hier auf den Kirmesen? Ja, vor allen Dingen Ghost finde ich immer cool. Ja, wir versuchen natürlich hier immer viel Deko reinzuhauen. Also wir haben jetzt hier ca. 300 Deko-Elemente. Kommen immer welche Sachen dazu, wie die neue Krokodile oder so. Und wir versuchen immer wieder die Shows auseinanderzubauen. Also mehr tanzen, mehr schrecken. Und wir achten auf unsere Masken. Wir haben keine Gummimasken, wir haben richtige geschminkte Masken. Also die Maske jetzt, die ihr seht, hat über eine Stunde gedauert. Wie lange machst du das jetzt schon? Ich habe mit 10 angefangen. Mit 10 Hobby. Da war ich so klein wie Sie. Da habe ich angefangen. Und jetzt bin ich, darf man gar nicht sagen, 43. Immer noch mit Herz dabei. Solange mein Herz für die Kirmes steht, bin ich natürlich hier zu sehen. Und solange gute Schausteller wie Alex Burkhardt mich buchen, bin ich natürlich immer noch hier, immer schön auf Volksfesten zu sehen. Und wie lange mein Körper das natürlich aushält. Wie lange habt ihr jetzt eigentlich hier aufgebaut? Wir haben aufgebaut knapp 2 Tage mit Päuschen. Wir schaffen das an einem Tag. Aber wir haben Hamburg davor gehabt, einen Monat lang. Und das ging natürlich ein bisschen hart. Beim Alex dürfen wir auch mal 2 Tage aufbauen, damit wir ein bisschen in Schwung wieder kommen. Und ja, jetzt kommen die anstrengenden Plätze, aber die geilen Plätze wie Pützchen. Pützchen sehen wir uns. Ja, und da geht es wirklich abbauen, aufbauen, weiter. Aber es macht Spaß. Für alle, die es nicht kennen, was ist das genau hier, Ghost, der Geisterdschungel? Ghost ist eine Geisterbahn ohne Bahn. Das heißt ein Laufgeschäft, wo man durchläuft, coole Effekte hat. Und abends wird dann mehr erschreckt für die Größeren, richtig mit erschrecken und richtig hart. Abends, nachmittags haben wir die Kinder hier.
da wird natürlich nicht so erschreckt, da wird eher so auf Freundliches geachtet, wie 5 geben, ja, und ein bisschen lächeln und mehr Show. Und das macht den Ghost eigentlich so außergewöhnlich, dass wir nicht so wie, sag jetzt mal vorsichtig gesagt, viele Geister ihr Standardprogramm haben, sondern wir können auf jeden Gast können wir einzeln aufgehen. Das heißt, sind da so kleine Kinder bei, gehen wir ein bisschen lieber hin. Da sagen wir, hallo, gib mal 5 Bier, ich bin der liebe Geist. Sind da größere, geben wir natürlich richtig Schmackes und jagen die Mädels, auch die Kerle natürlich. Komm zu Papa. So, ich will dich mal nicht weiter aufhalten, weil die Show muss weitergehen, ne? Die Show muss gehen. Richtig. Vielen Dank, ne? Besucht uns bei Ghost, den Geisterdschungel, bei TikTok oder bei Facebook. Wir freuen uns und wir freuen uns auf euer Herz. Danke, Markus. Ja, Jenny, es ist soweit. Das Bürgerschützenfest ist im vollen Gange und bei dir brennt ja die Hütte hier. Ja, Gott sei Dank, es geht wieder richtig rund, ne? Und ich freue mich auch riesig, heute bekannt zu geben, wer denn nun die entscheidende Lösung wusste. Ja, wer ist denn das? Petra Zwiekirsch hat gewonnen. Wow. Ja, ich freue mich riesig. Also, ja, mehr Halt geht gar nicht, ne? Wahnsinn, die wird sich bestimmt tolle freuen, Antwort. Oder? Ja, ich hoffe sehr, ne? Und wie kommt die jetzt an die Schiff? Ja, also die Petra Zwiekirsch, ich denke, die weiß, wo ich bin. Ich hoffe, die findet mich hier auf der Neusser, auf dem Bürgerschützenfest. Und ja, sobald die hier ist, mache ich natürlich auch Fotos und schicke dir die, damit du die auch posten kannst. Und ich freue mich sehr, die 15 Freikarten überreichen zu dürfen. Sehr cool. Und hier brennt die Hütte. Moment, muss erst mal kassieren hier, ne, oder? Ja, klar, muss immer weitergehen. Der Rubel muss rollen, ne? Richtig. So, jetzt lad die Leute nochmal ein, dass sie herkommen. Ja, natürlich. Die müssen doch den Hulk ausprobieren. Ne? Die müssen doch herkommen und hier mal rumdrüften. Also hier muss doch mal einer aufs Knöpfchen drücken, oder? Richtig. Ja. Also nichts mehr hin, liebe Leute, Bürgerschützenfest geht noch bis zum 29.08. Und Köln sagt man, wir wollen nicht lange schwaden, ne? Denn jetzt rockt der Hulk hier, ne? Ja, jetzt geht der Hulk ab, ne? Dann geht mal Gas hier. Ja, jetzt gehen wir Gas. Ich würde auch sagen, die Leute warten schon, ne? Richtig. Du machst es schön, ey, richtig in die Kurve rein. Und Papa, bitte nicht so fest im Hose, sonst lass die Gummis, ja. Safety first im Verkehr. Ja, und das hat sie jetzt übernommen, ne? Oder auch schon was länger? Ja, schon 2019, ne? Aber dann kam ja Corona, deswegen war dann die erste Saison gar nichts. Und die zweite natürlich auch nicht, weil da ja noch Corona dran war. Und dann haben wir ja die Parks gestartet und da war ich ja dann auch mit dabei, ne? So, jetzt hast du ja ganz groß aufgebaut in Neuss hier am Bürgerschützenfest. Und abends ist hier richtig Party, ab 20 Uhr, glaube ich, ne? Ja, genau. So erzähl mal was darüber. Ja, also gestern Abend ist es so abgelaufen, tagsüber natürlich, da hatten wir ein bisschen zu kämpfen, da waren noch nicht so viele Leute da, aber als dann die Gruppen kamen und die Klüppchen, ne, dann ging es hier richtig los, ne, dann war hier richtig Malle-Party angesagt. Ja, man kann hier schön mit Freunden eigentlich den Tag verbringen bei mir, ne? Hier ist immer gemütlich, wenn man ein bisschen Remi-Demi haben möchte, dann geht man ein bisschen näher ran und ansonsten bleibt man dann einfach an der Seite sitzen, genießt die Sonne, trinkt sich dabei ein schönes Käffchen oder auch ein Prosecco und oder natürlich auch Cocktails, die habe ich auch. Ja, verbringt dann so hier einen schönen Tag eigentlich. Mit der Familie oder auch mit Freunden. Das Ganze hier im Look von einer Festscheune, ne? Richtig, genau. Und ihr seid ja aus Köln. Demnächst ist ja auch schon wieder das Herbstvolksfest. Ja. Freust du dich hier schon auf? Ja, natürlich. Das ist meine Heimat. Da bin ich gerne. Ne? Da bin ich eigentlich, ja, ich würde sagen, das ist so meine schönste Zeit im Jahr. Ja. Ne? Der Frühjahr und der Herbst, da bin ich wieder zu Hause. Und ja, da freue ich mich schon richtig drauf. Ja, und wo geht's jetzt als nächstes hin? Also ich bin jetzt als nächstes in Rösrath, allerdings nicht mit meinem Ausschank, da mit meinem Wellebecken. Und danach die Woche hoffen wir auf Uedesheim.
und darauf sind wir dann in Rodenkirchen. Wie ist das eigentlich? Hast du eigentlich auch Zeit, mal selber über den Platz zu gehen hier? Nee, ich muss sagen, ich bin da auch nicht so für. Na, ich muss sagen, ich bin eher so die wirklich den ganzen Rammgöcher vertreten ist. Ne? Weil ich weiß nicht, fühle mich dann immer ein bisschen, weiß ich nicht, so komisch irgendwie. Keine Ahnung, kann ich dir nicht erklären. Wenn mein Geschäft auf ist, dann bin ich auch die ganze Zeit da. Also du machst das richtig mit Herzblut. Ja, volle Pulle. Also das muss man auch, sonst ist es nicht das Richtige. Ja, und wie lange habt ihr jetzt gebraucht, das hier aufzubauen? Das hat jetzt insgesamt gedauert 1,5 Tage, würde ich sagen, ja. Also das ist schon ganz schön Arbeit, so ein Ausschank, ne? Ja, natürlich. Ist ja auch kein kleines Ding, ist ja auch ein großer. Die meisten denken, das geht ratzfatz, aber das braucht alles seine Zeit, ne? Ja, natürlich, bis das letzte Detail stimmt, ne, da braucht man schon seine Zeit für, ne? Vor allen Dingen die Dekoration oder das Auspacken generell selber, ne? Ich muss jedes Glas spülen, jedes Glas polieren. Ne? Es wird alles immer wieder aufgehangen, aufgestellt und abgebaut. Ne? Und das dauert natürlich seine Zeit. Ja. So, jetzt habe ich ja monatelang immer die Fahrgeschäfte interviewt. Ne? Jetzt habe ich gedacht, heute machst du mal was anderes. Heute machst du mal so einen Ausschanktag oder sowas. Das freut mich. Ist mal was anderes, oder? Ja, genau. Immer was anderes. Denn das gehört ja alles zur Kirmes dazu, ne? Ja, natürlich, ne? Wir füllen die Lücken, würde ich sagen, ne? Ja, Leute, also ihr seid herzlich eingeladen. Kommt gerne vorbei auf eine Ballermann-Party hier bei mir am Ausschank Bebershöne. Ich würde mich sehr freuen. Ja, also nichts wie hin zum Neusser Bürgerschützenfest, was vom 25.08. bis zum 29.08.2023 in Neuss stattfindet. Unter anderem an Fahrgeschäften gibt es hier die Wilde Maus, den Commander, den Wellenflug, die Krake von Markmann, den Schlager-Express, den Voodoo-Jumper, den Autoscooter, Hausparty von Weber und noch einen weiteren Autoscooter, den Fighter, Wo ist der Geisterdschungel von Burkhardt, Mama Caramba von Jansen, The Beast von Rasch, einen Scheibenwischer und ein Riesenrad und jede Menge Kindergeschäft. Ja, und wenn ihr eine tolle Aussicht genießen wollt, da gibt es ja auch noch den Skydance von Nölke. Die Kirmes findet noch bis zum 29.08.2023 statt. Ja, und nun sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video.